Moinsen und herzlich willkommen zu einem besonderen Let's Play. Natürlich ist die Rede von Bandito Chinchilla aus Thrillville, verrückte Achterbahn von LucasArts. Herzlich willkommen. So geht die Störung. Auf geht's. Tanny and strong, like an unexpected habanero pepper popping up in the middle of your breakfast burrito. He is Bandito Chinchilla. With a head like a rock and a heart of gold, he's got a bone to pick with a bunch of desperados. And he ain't no Rich Harris's fashion accessory boy. This purse dog's putting the rodeo back in Rodeo Drive. He is Bandito Chinchilla. Chinchilla is merely his family name. Arriba Chihuahua. He's got two slabs of hurt wrapped in boxing gloves, and it's those fists of steel what can flatten a gang of no good outlaws like a runaway freight train rolling over a marshmallow pinata. He is Bandito Chinchilla. So, auf geht's. Das ist ein kurzes Spiel, ich denke, ich werde es so in 3-4 Parts durchkriegen. Diese Schweine werden noch bereuen, dass sie meine Schwester geraubt haben. So. Ein bisschen blöd gemacht ist, dass man die aufheben muss und einfach durchlaufen. Mit aller Macht. Aber was will man machen, die Punkte. Ich hoffe, ich werde es einigermaßen hinbekommen, ohne zu sterben. Ich spiele auf Schwierigkeitsstufe normal. Es gibt nur leicht, normal und schwer. Ist ja nur so ein Minigame in dem Spiel. Aber ein Service. Das Spiel hat in meinem Freundeskreis Kultstatus erreicht. Also, es ist einfach. Es ist kein gutes Spiel, aber ein Spiel, worüber man sich gerne unterhält, das einfach nur bescheuert ist. Geil, es ist einfach. Es ist einfach ein trashiges, lustiges Spiel. Ich meine, wenn man sich da eine unglaublich aufwendige Grafik ansieht. Die unglaubliche Physik. Nimm das! Ja, genauer ansieht, erkennt man sofort. Hier, nimm! Es ist auf dem absoluten ersten Stand. Es ist. Au, Mama. Innovationsreich für Spiele wie Battlefield, Skyrim. Ja, ich bin fast der Überzeugung, ohne Bandito Chinchilla gäbe es dieses Spiel gar nicht. Ich meine, so viel, wie sich da abgeguckt wurde von diesem einzigartigen Spiel, ist schon unglaublich. Und das nächste, eben. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen gut. Ansonsten muss ich das beim nächsten Spiel enden. Nimm das! So. Ja, diese unglaublich komboreiche Steuerung. Man steuert hier nämlich mit den Pfeiltasten, der Leertaste Y und X. Y und X sind die Attacken, Leertaste springen und die Pfeile erklärt sich von selbst. So, die Schildkröten sind etwas schwieriger als die Gegner von gerade. Das Spiel heißt, ich meine, 4 Level. Jedes Stage davon hat einen Endboss. Ja. Und das. Mir macht's Spaß. Ich hoffe euch auch. Und ich denke mal, es ist ein recht lustiges Projekt, was man sich auch in Feiern kann. So. Okay, ich bin fast durch für den Satz auch. Dann sollte ich mich mal beeilen. Nimm das! Und keine Treffer mehr anstellen. Uff, geht noch weiter. Lieber nicht mehr treffen lassen. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Option. Nochmal oder was? Ja. Ja, man hier nimm. Man versucht nicht irgendwie das Spiel in die Länge zu ziehen, man wechselt ständig ins Stage. Hier nimm.
weiter geht's. Endboss. Oder Bossfall. Bitte was schnell. Das Der ist schon mehrere Balken, wenn man oben sieht. Erst den orangen und dann den roten. God of War zum Beispiel hat sich diese Technik auch abgeguckt. Also unglaublich innovationsreiches Spiel. Beziehungsweise innovationsreich ist hier, wenn man sich abguckt. Ne? Nee, ist innovationsreich. Bam! Da hast du. Und weiter geht's. So, jetzt ich suche Level die Straßen ab, bis ich meine Schwester finde. Auch drin ist das nach Beendigung eines Levels, man sich nicht heilt oder so, sondern einfach damit fertig werden muss. Ist ein Level weg, Leben weg, ist halt ein Leben weg. Man hat halt drei. Und was? Wenn es gar nicht mehr geht, spiele ich halt auch leicht. Das kann auch kein Problem. Mit aller Macht. Oh. Der war nicht ohne. Was ich auf jeden Fall noch weiß, ist ab. Das dritte Level war schwieriger als das vierte. Das habe ich mir noch bemerkt. Und auch das hier war schon bei mir. Also es ist kein leichtes Spiel. Also Dark Soul könnte sich hier noch eine Scheibe von abschneiden. Aber wie gesagt, fast sämtliche der heutigen Spiele haben was schon an den typischen Schülern. Ich warte auch schon seit Jahren auf den Prozess und irgendwie lässt diese auf sich warten. Nur irgendwie lässt diese halt auf sich warten. Ich weiß nicht von uns wie. Man sieht aber selbst, was für ein geniales Spiel das ist. Das war's mit dem ersten Leben. Das geht hier dummerweise ziemlich schnell. Aber weiter geht's. Irgendwo in dieser schicken Villa ist meine geliebte Schwester. Ich kann euch noch nicht mal sagen, ob das schon Level 3 ist oder noch Level 2. Weiß ich nicht. Und oh mein Gott, der hat mir gerade die Hälfte abgezogen. Wie ist denn das noch schwer? Jetzt kriegen wir das Messer ab. Das sind zu viele. Nein! Das war's mit dem Leben. Nur ein Leben. Oh, also ich werde bei einem Game Over auch einen Teufel tun und neu anfangen. Ich werde einfach, man kann ja von Anfang an alle Level gehen und werde dann einfach das aktuellere Level nehmen. Oh Mann, wo bin ich jetzt?
schon die Villa von dem Keller meiner Schwester entführen? Storytechnisch ist das ja auch absolut tragisch. Die Schwester von dem Chinchilla wurde entführt und wir müssen sie retten. Natürlich machen wir uns direkt auf den Weg, um sie zu retten. Ja. Und das war jetzt allerdings auch die kürzeste der kurzen Form dieser Tragödie. Ja, zu schreiben. Erst das Ding, dann den Frosch. Stirb. Nein, du stirbst. Wollen die mich verarschen mit dem Frosch? Nimm das! Ja. Ich komme! Das war's noch. Okay, die wollen mich eindeutig verarschen. Weiter geht's, weiter geht's. Und stirb. Ach, das geht auch. Und weiter geht's. Lade. Kriegen wir die kleinsten Probleme der Leben. So, komm. Heile. Oh, Münze. Heile. Wesen natürlich noch besser. Wesen ist hier eine mächtige Waffe im Spiel. Aha. Sterb. 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 Muahaha. Da wird die Gitarre, die Musik ist aber eher weniger. Okay, jetzt ist das jetzt hinter mir. Das! So. Dann. Ja, ich weiß, da hinten ist immer noch eine Gitarre, aber die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So eine Gitarre, was wir haben. Münze. Die Seite. Wann kommt der nächste? Ah, okay. Wohin geht es nun? Okay. Ich bin bereit. Wo auch immer dieser Beitrag, der meine Schwester entführt hat, ist, werde ich eliminieren. Okay, wo soll ich denn? Ach, ich geh durch, okay. Ein Wesen. Yep. 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 Ah. Yep. Yep. Münze. Okay, das ist ganz schlecht. Das war gut. Nee, das war nicht schlecht von mir, würde ich sagen. Okay, ich sehe schon. Echse. Besser als Frosch. Ich komme! Haben die Chinchillas eigentlich aus Mexiko? Ich meine, das Spiel lässt irgendwie darauf schließen, aber. Ich meine, okay, könnte auch Spanisch sein, aber. Ganz ehrlich, die Musik ist eindeutig mexikanisch. Hier gibt es ja auch irgendwie vernünftiges. Oh, noch ein Wesen. Das ist vernünftig. Ja. Wieso hab ich jetzt was abbekommen? Egal. Kommt doch alle her. Ich komme. Kröte, nein! Ja. Ja, komm! Okay. Ich werde. Nein, aus. Ja, das war doch was. Tot ist er. Ja, der Frosch, der kann mir gar nichts hier. Da liegt Fleisch drauf. Ach, das ist auch Fleisch. Aber erst nachher. Ich weiß ja nicht.